Okay, also willkommen. Das ist jetzt unser vierter oder fünfte schon Tableau User Group seit wieder Beginn. Ist das die vierte, oder? Ist die vierte. Ist die vierte, ja. Und ja, ich bin der Toni und mit Shirin und Christian machen wir das jetzt seit dem Herbst und hoffen, dass das weiter wächst. Schön neue Namen zu sehen, aber auch viele, die immer wieder hier sind. Heute haben wir zwei Sprecher, die Shirin wird was vortragen und die Julia wird auch etwas Interessantes über Kunst und Visualisierung. Habe ich das richtig? Ja, gut. Ja, ich bin der Toni, bin irgendwie in Pension jetzt, habe aber jetzt seit über 25 Jahren BI gemacht. Von ganz, ganz klein an, wo man alles selber programmiert haben muss, also musste, bis zu Tableau, wo ich die letzten 12 Jahre meiner Karriere verbracht habe mit Datenvisualisierung und Data Engineering und BI bei verschiedenen Firmen, bei HP, bei Microsoft, bei Amazon. Und bin froh jetzt, dass die Gruppe jetzt in Österreich wieder Fuß fasst und dass wir hoffen, dass das wieder wächst. Also heute werden wir, wie gesagt, die zwei Vorträge haben von Shirin über wie jeder ein Datenmensch sein kann und von der Julia, wie Dashboards wirklich wunderschön künstlerisch ausschauen können. Gut, dann fangen wir gleich mal an mit der Shirin. Es kommt noch einer. Ich werde dir die Kontrolle übergeben. Moment. Ja, danke. So. Hast du es? Sollte funktionieren. Ja. Kann man jetzt den richtigen Screen sehen? Ich glaube, so. Ich glaube, es war genau der falsche, ja. Jetzt sollte es passen, oder? Wir sehen noch nichts. Okay. Jetzt. Ja, das ist so. Ja, sehr gut. Okay, dann hallo auch von meiner Seite. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Mein Name ist Shirin Jani. Ich arbeite für das Data to Lead. Wir sind ein Consulting-Unternehmen mit Sitz in Wien und Waldhof an der IPS. Offiziell Tableau-Partner und organisieren eben gemeinsam mit Toni hier auch die Tableau User Group. Wir beschäftigen uns und machen Business Intelligence, Visual Analytics und Data Literacy. Der letzte Punkt ist einer, auf den ich dann noch genauer eingehen werde. Wir sind ein interdisziplinäres Expertenteam. Aktuell sind wir 7 bzw. 8, je nach Zählweise. Aus ganz unterschiedlichen Feldern, von Data Scientist bis Mathematiker, bis über Entwickler. Also wir haben ein relativ breites Expertisenportfolio und sind in unterschiedlichen Industrien tätig, unter anderem in der produzierenden Industrie, Retail, machen was für NGOs, im Gesundheitswesen, Marktforschung, für Hochschulen und so weiter. Und wir machen auch, und das ist, bezieht sich wieder auf den Punkt Data Literacy, viel Lehre und Workshops. Aber auch darauf werde ich noch eingehen. Unsere Mission, Creating a Data-Driven Culture. Wir haben den Slogan, Visual Analytics do not just change how we see the world, but how we shape it. Also Daten zugänglich zu machen, Daten verständlich zu machen und sie jedem also zur Verfügung zu stellen, ist unser Ziel und unsere tägliche Arbeit. Ja, zu mir. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, worum es geht heute. Everyone can be a data person. Darüber möchte ich sprechen und anhand dessen möchte ich eigentlich auch über mich sprechen oder mich vorstellen. Ich bin vielleicht ein klassisches Beispiel, wie man, ich sage mal, vielleicht querer einsteigt. Ich bin eigentlich Germanistin mit den Schwerpunkten Sprach- und Medienwissenschaften.
Ich war immer schon sprachbegeistert und bin mit digitalen Medien ja sozusagen aufgewachsen. Ich hatte nie eine außergewöhnliche Leidenschaft für Excel-Listen und hätte mich schon gar nicht selbst als sogenannte Data-Person oder Datenmenschen bezeichnet. Das kam eigentlich erst später. Weil was ich während meiner Ausbildung überwiegend gemacht habe, ist, mich mit Vergangenem zu beschäftigen. Viel ältere und neuere Literatur, publizierte Pressetexte und alles, was mir unterschiedliche Plattformen und Archive zur Verfügung gestellt haben. Also ich habe mich viel mit Sprache und den Kontexten, in denen sie produziert wurde, befasst. Das hat mich auch immer interessiert, also das hat auch gepasst, aber es war sehr limitierend und hat mir daher auch nicht ausgereicht. Ich wollte mir irgendwann nicht zu dem Punkt gekommen, wo ich mir selbst aussuchen wollte, was ich analysiere. Ich war neugierig, was sich in den sozialen Medien tut. Ich wollte Informationen aus erster Hand und nicht vorgefiltert. Vor allem jetzt, wo so viel Text, Sprache, Information, Meinungen produziert werden. Ich habe mich immer interessiert für die Digitalisierung von Dingen, die uns permanent im Alltag umgeben. Allen voran aber die Digitalisierung von Sprache. Also wie kann ich etwas Mehrdeutiges, wie Sprache ja ist, in etwas Eindeutiges, wie es Daten sind, übersetzen. Naja, all das waren Gedanken, die haben mich zum Recherchieren bewegt für Aus- und Weiterbildungen. Was muss ich können, was muss ich wissen, damit ich dem irgendwie näher komme? Und da bin ich um Daten nicht drum herum gekommen. Mein Werdegang hat mich dann zu einem Studium geführt, das ich aktuell mache. Das gibt es seit 2 Jahren oder 1,5 an der Universität Wien und heißt Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaften. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsfach und grob könnte man sagen, es ist an der Schnittstelle von Informatik und den Geisteswissenschaften, was ja auch ein sehr breites Feld ist, angesiedelt. Für mich persönlich aber ist es vor allem ein Brückenschlag. Es erlaubt mir, etwas zu benennen, das ich eigentlich gesucht habe und auch schon gemacht habe, nämlich mich mit Sprache und geisteswissenschaftlichen Themen zu beschäftigen, aber mit Hilfe von digitalen Methoden und Datennutzung. Und das ermöglicht mir, mein Wissen zu vertiefen und mich im Umgang mit den mir angebotenen Informationen quasi wohlzufühlen. Das heißt, ich habe einfach die Möglichkeit bekommen, ich kann Twitter-Daten analysieren, ich kann in Echtzeit Daten auslesen, ich weiß, was als Daten daherkommt und wie ich damit umgehen kann und wenn nicht, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Also ich kann die Dinge beim Namen nennen, das hilft mir. Ich kann die richtigen Fragen stellen, oder was heißt die richtigen? Ich kann mehr Fragen stellen und vielleicht mich an die richtigen Leute wenden. Und ja, da kommt mir so der Gedanke an digitale Transformation, also das Buzzword der letzten Jahre. Das funktioniert nur, wenn wir Brücken schlagen, denke ich, oder davon bin ich überzeugt. Und zwar, wenn wir beide Welten verstehen, so wie in meinem Fall, eine analoge und eine digitale. Nur dann kann Information fließen und findet ein Austausch statt. Sonst werden wir immer in diesem Department-Denken bleiben und es wird immer Information verloren gehen. Und nur wenn das ein Kreislauf ist, ein Austausch ist, dann kann auch Neugierde geweckt werden, bin ich überzeugt, und letztlich viel Zeit und Geld gespart werden. Denn Daten sind überall. Viel mehr als irgendein technisches oder überwältigendes Chaos sind sie aber ein Werkzeug und so sollten wir sie auch verstehen. Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte in meinem Fall. Ich bin nicht aufgewacht und habe gesagt, ich möchte Datenwissenschaften studieren. Das ist mein Traum, mich mehr mit Daten zu beschäftigen. Sondern ich habe über einen ganz anderen Weg eigentlich begriffen, dass Daten Informationen sind und dass Daten mir Wissen geben können und mich weiterbringen. Und deswegen hatte ich Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich wusste, dass es mich bereichert, mich und meine Arbeit. Und wir wünschen uns alle klare und schnelle Antworten, glaube ich. Wir wollen faktenbasierte Entscheidungen treffen. Und dafür brauchen wir Daten. Wir brauchen aber genauso unsere Teams, unsere Mitarbeiter und Kolleginnen, weil das sind die Experten. Digitalisierung ist nämlich überall, ganz gleich in welcher Branche, und die Daten sind der Mittel zum Zweck. Und hier stehen ganz bewusst die Bezeichnungen für die Jobrollen und nicht die Branchen, weil letztlich sind es die Personen, die mit den Daten umgehen müssen.
Aber wie schaffen wir es, dass Menschen sich wohlfühlen mit Daten und proaktiv mit ihnen umgehen wollen? Weil alles, wozu man gezwungen wird, ist typischerweise eher uninteressant wie die Hausaufgabe in der Schule. Das wird dann nicht gemacht. Ja, das ist auch noch eine wichtige Information. Nicht nur die Neugierde und der romantische Gedanke, dass wir alle mit Daten umgehen können, ist wichtig, sondern auch einfach klare Fakten. Nämlich ein Großteil der Unternehmensdaten bleiben aufgrund mangelnder Expertise und IT-Ressourcen ungenutzt. 63% der Unternehmen können keine Erkenntnisse aus den generierten Daten gewinnen. Das ist deutlich mehr als die Hälfte. 73% der Daten von Unternehmen bleiben ungenutzt. Das ist ein Klassiker, der passiert, wenn alle Fragen einem Department, der IT, zugeschanzt werden. Wenn alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat, zu ihnen kommt, dann geht da nichts weiter. Die sind überfordert, weil sie viel zu viel zu tun haben und eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Deswegen geht es nicht darum, irgendwie Daten wegzunehmen, Arbeit wegzunehmen, sondern die Arbeit so zu verteilen, wie sie auch Sinn macht. Die IT soll sich um ihre Sachen kümmern können und so, dass auch jede Abteilung mit ihren Daten selber arbeiten kann. Ja, was brauchen wir also, damit das funktioniert? Wir brauchen eine Data Culture. Da gibt es den berühmten Sager, you can have data without information, but you cannot have information without data. Das heißt, nur Daten und Menschen im Zusammenspiel, Daten mit Kontext, werden wertvoll und helfen uns letztlich zu klugen Handlungen zu kommen. Da gibt es diese Pyramide, Daten, Informationen, Wissen und Weisheit oder kluge Handlungsfähigkeit. Und um das wiederum zu schaffen und damit uns das gelingt, brauchen wir, und ich bin überzeugt, eigentlich alle Menschen, eine gewisse Kompetenz. Und diese Kompetenz heißt Data Literacy oder auf Deutsch Datenkompetenz. Und ganz wichtig ist, das ist nicht Data Science, das ist nicht Coden, das ist nicht Programmiersprachen lernen, das ist nicht Informatik studieren, sondern es ist einfach die Fähigkeit, sich mit Daten wohlzufühlen. Und nennen wir Daten einfach mal Informationen. Nennen wir sie potenzielles Wissen. Es ist etwas, was uns permanent umgibt. Wir haben nur die Möglichkeit, entweder es wegzuschieben, die Augen zuzumachen und dann geht ganz viel Information verloren. Oder wir alle im Unternehmen lernen, Daten zu lesen. Wir lernen, mit ihnen zu arbeiten, sie zu analysieren und sie zu hinterfragen, beziehungsweise Fragen abzuleiten. Wir wollen Daten sehen, verstehen und verarbeiten. Solange wir uns nur gezwungen fühlen dazu und keinen Mehrwert erkennen, werden wir uns nie fit im Umgang fühlen und werden Daten noch niemals nutzen. Und das Gelingen von Data Literacy hat auch eine technische Bedingung, das will ich nicht vorenthalten. Wir müssen den Daten, mit denen wir arbeiten, vertrauen können, und zwar zu 100%. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Daten, mit denen wir arbeiten, stimmen. Weil wenn wir so zu 90%, 95%, mit der 95%igen Wahrscheinlichkeit sagen, das wird schon richtig sein, dann werden wir es nicht nutzen, weil dann gibt es immer noch zu viel Restrisiko. Also das ist schon Bedingung. Ja, dann bleibt vielleicht noch die Frage, schöner Gedanke, wie kommen wir zu Data Literacy, wie können wir die aufbauen? Menschen einbeziehen. Menschen einbeziehen, ihre Neugierde wecken, fragen, welche Fragen sie haben, welche Bedenken vielleicht auch, fragen, was sie in den Arbeitsalltag leichter machen würde, was brauchen sie, damit sie effizient, fokussiert, gut arbeiten können. Welche Schulungen, welche KPIs, was wollen Sie sehen? Wie muss Ihr Arbeitstag, Ihre Arbeitsumgebung mit Daten aussehen, damit es für Sie passt? Und dafür macht natürlich Sinn, ein Weiterbildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Das können Online-Kurse, Firmentrainings, individuelle Kurse, vieles kann das sein. Und eine schrittweise Annäherung macht immer Sinn. Das heißt, wenn man sagt, vielleicht mein Vertriebsleiter sagt, ich bräuchte die und die Zahlen, das würde gut funktionieren, die bräuchte ich auf einen Blick. Dann wäre es gut, mit einer kleinen Sache anzufangen, eben nichts wegzunehmen, den wirklich einzubeziehen in den Prozess und mal zu sehen, okay, hier hast du deine 5, 6, 7 Dashboards, deine Zahlen, mit denen kannst du arbeiten. Und dann immer in Iterationen abstimmen.
schauen, passt das auch für das Team, weil auch niemand hat was davon, wenn mein Unternehmen sagt, wir rollen jetzt eine super Datenstrategie aus und dann haben wir jede Menge ungenutzte Dashboards und sogenannte Datenleichen. Ja, das war ein kurzer und schneller Ritt durch Everyone can be a data person. Ich könnte ewig darüber reden, aber das werde ich hier nicht machen. Let's get data literate, let's get data driven and let's grow together. Vielen Dank. Okay, danke. Und jetzt, Julia, bist du an der Reihe. Vielen Dank. Ich stelle mich da gerne direkt an, denn was ich euch heute mitgebracht habe, geht sehr in eine ähnliche Richtung. Data Literacy ist auch für mich was, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall gemeinsam, dass wir unseren Weg in die Datenwelt und in die IT ein wenig kreativer gefunden haben. Ich fange mal damit an, meinen Bildschirm freizugeben. Freue mich euch heute zu, warum Dashboards Künstler brauchen, warum ich die Kunst einer besseren Visualisiererin macht, zu begrüßen. Es ist einerseits sehr biografisch aufgebaut, andererseits werde ich sicherlich die ein oder anderen Mythen über die Kunst hier zerstören, nämlich, dass es bei der Kunst um Schönheit geht, um Ästhetik, also um etwas, was einem gefällt oder darum, dass etwas eben gut aussieht. Denn das ist ungefähr so, was man mit Kunst assoziiert. Das ist der Maler Bob Ross, der hat vor allem im Fernsehen das so richtig groß gemacht, Malkurse, und was der immer malte, waren so Bäume, Flüsse, Berge. Und ich muss sagen, also um einzuschlafen, ist Bob Ross wirklich das beste Programm. Allerdings, um Kunst zu verstehen, definitiv nicht. Denn Kunst hat wirklich gar nichts mehr mit Schönheit zu tun oder einer Berglandschaft. Ich würde auch sagen, aus einem kunsthistorisch oder künstlerischem Anspruch sind seine Bilder völlig wertlos. Sie sind sehr wichtig, da sie ein Teil unserer Kultur geworden sind. Er hatte großen Einfluss auf wie man im Fernsehen Kunst als Entertainment bietet. Aber seine Bilder sind inhaltlich leer. Und was ihr hier seht, ist meine Diplomarbeit. Ich will mich natürlich auch nicht mit irgendjemandem vergleichen. Aber gehen wir mal ganz kurz rein. Es ist ein völlig leerer Raum. Er ist sogar überleer, denn sogar der Boden dieses Raumes ist weiß. Und wir sehen hier so eine Deckeninstallation. Man sieht das manchmal, wenn Decken nicht abgehängt sind. Normalerweise sind ja Räume viel niedriger, als sie eigentlich sind. Es ist auch durchaus in der Architektur eben ein Stilmittel, Decken nicht abzuhängen und diese Röhren und Rohre, Leitungen zu zeigen. Und das fand ich eben das Schöne an diesem Raum. Dieser Raum hatte keine Fenster. Und ich dachte, ah toll, das sind wirklich so die Innereien von einem Gebäude, die sich da durchziehen. Und man sieht, wie so ein Blick in so einen Magen-Darm-Trakt. Und habe mir dann eben überlegt, wie kann ich das besonders hervorstellen? Und dann habe ich mir eben diese Beleuchtung überlegt und den Boden habe ich komplett weiß gemacht. Ja, warum ist das jetzt wichtig für Dashboards? Kunst ist Kommunikation. Das ist auch eine Arbeit, die wirklich die Betrachter sehr stark angeregt hat, zu kommunizieren. Auch wieder ein weißer Raum, nur diese runden Kreise im ansonsten weißen Boden. Und das war sehr faszinierend. Manche Leute, wie hier die Zuschauer, sind in den Kreisen rumgehüpft, andere sind außen rumgegangen. Also der Raum hat wirklich die Leute angeregt, zu kommunizieren. Und das ist das Wichtige, was wir, denke ich, begreifen müssen. Kunst will immer etwas sagen. Kunst hat immer eine gesellschaftliche Relevanz, entweder weil es das Individuum thematisiert, weil es gesellschaftliche Zustände thematisiert, weil es Materialien thematisiert. Kunst hat eine unglaubliche Aussagekraft. Und zwar nicht wie Werbung, Persil ist gut, kauft dieses Waschmittel, wo die Nachricht irgendwie sehr
obvious ist, sondern in Kunst ist die Kommunikation eben sehr komplex und sie findet über viele verschiedene Ebenen statt. Über Räumlichkeit, über Materialität, auch so ein bisschen natürlich immer auch durch den Künstler als Person selbst, durch Gerüche, durch Haptik, durch auditive Wahrnehmung, aber eben auch ganz viel über das Sehen. Also was Kunst definitiv nicht ist, ist Deko. Und deshalb ist Kunst kein Bob Ross, denn seine Bilder sind dekorativ, aber ansonsten inhaltsleer. Was sagt uns eine Berglandschaft, die in den 80ern gemalt wurde? Nichts. Also es bringt weder die Kunst vorwärts noch die Gesellschaft so als Allgemeines. Schönheit existiert in der Kunst, also und dieser Kunstbegriff, muss man sagen, ist natürlich der zeitgenössische Kunstbegriff. Das war sicherlich zu Zeiten von Michelangelo und Leonardo da Vinci ein sehr, sehr anderer Kunstbegriff. Aber wir reden hier von der zeitgenössischen Kunst, also Kunst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Schönheit existiert sozusagen in der Kunst. Es ist keine relevante Kategorie. Kunst soll uns berühren, Kunst soll uns bewegen, zum Nachdenken anregen, Kunst soll uns zum Interagieren einladen. Und sei es durch Schönheit oder durch Hässlichkeit, ist eigentlich egal. Ne? Also Kunst braucht nicht Schönheit, um Kunst zu sein. Warum brauchen wir Kunst im Kontext von Dashboards? Also hier sehe ich die Parallele vor allem in der Kommunikation durch alle Kanäle, die uns hier gegeben werden. In einem Dashboard hat Dekoration meiner Meinung nach nichts zu suchen. Jedes einzelne Element auf einem Dashboard sollte der Maxime folgen: Form follows function. Also jedes Element sollte eine Funktion haben und der Kommunikation dienen, und zwar der Datenkommunikation. Und Schönheit soll Ästhetik sollte in einem Dashboard nur dort vorkommen, wo es hilft, mit der Usability, also der Nutzbarkeit durch unsere Nutzer, oder mit der User Acceptance, also dort, wo eine gewisse Ästhetik sozusagen es Nutzern leichter macht, mit einer Oberfläche zu interagieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Internet Explorer aus den 90ern öffnen, dann wird es uns sehr schwer fallen, mit dieser Oberfläche umzugehen, da sich zum Beispiel auch im Zuge von User Interface und User Experience, das sehr verändert hat, wie wir es gewohnt sind, dass Schaltflächen dargestellt werden, oder wie wir es gewohnt sind, dass wir mit Interaktivität im Kontext von Online-Produkten umgehen. Was habe ich in der Kunst gelernt? Ich habe wirklich in der Kunst, und das wird euch jetzt sicherlich überraschen, alle denken immer, Künstler sind einfach die ganze Zeit kreativ, aber gerade die Projekte, die ich euch hier gezeigt habe, das waren sehr, sehr große Projekte. Ich habe dort gelernt Organisation, Projektmanagement, Zeitmanagement. Also da war ich wochenlang, war alles ganz klar geplant und getaktet. Teamarbeit habe ich gelernt. Ich hatte Hilfe. Ich habe konzeptuell denken gedacht. Ich musste bereits ganz zu Anfang sowohl alles an Material, Räumlichkeit, anderen handwerklichen Techniken bedenken. Ich musste von Anfang an alles durchdenken und dann die Ausführung dementsprechend gestalten. Ich habe eben planen gelernt und auch vorausschauend denken, also vorausdenken. Und was ich in der Kunst was ich beim Dashboarding nutze, was ich aus der Kunst kenne, ist Wahrnehmungspsychologie. Also zum Beispiel so zu kommunizieren, dass Menschen das, was ich kommuniziere, leicht entschlüsseln können, weil es der Struktur entspricht, wie unser Gehirn aufgebaut sind. Wie verarbeitet unser Gehirn visuelle Reize und wie kann ich das in einem Dashboard nutzen? Dazu kommen zum Beispiel präattentive Attribute wie Farbe, Form, Orientierung, Länge, Größe. Also ich übersetze Daten, quantitative Daten in visuelle Attribute und mache sie so schneller entschlüsselbar, schneller wahrnehmbar. Also hier geht es auch um eine gewisse Schnelligkeit der Kommunikation. Ich halte mich an Normen und Konventionen. Also ich gucke, wenn ich einen Kreis sehe mit einem I drinnen, dann weiß jeder, das ist eine Infobox. Und auf eine Infobox kann ich draufklicken.
Oder was ich gerne mache, ist, dass ich zum Beispiel Filter, wenn ich irgendwo sagen will, dieses Balkendiagramm kann als Filter verwendet werden, dann schreibe ich Filter in einer blauen, kleineren Schriftart dazu, mache vielleicht sogar noch einen Strich drunter, damit es aussieht wie ein Hyperlink. Das ist quasi eine Konvention. Dort Sachen, die blau und unterstrichen sind, sind irgendwie Links, die sind irgendwie interaktiv, da kann man draufklicken. Also ich achte auch ganz viel im Alltag, was verwenden wir im Netz und wofür steht es und kann ich das in meinen Dashboards verwenden? Worauf ich zum Beispiel auch sehr achte, ist, Farben mit Bedeutung zu verwenden. Ist nicht immer einfach, weil oft Kunden Vorstellungen davon haben, dass ihre Logofarbe so und so inkorporiert sein soll. Aber ich versuche immer mit meinem Wissen um Farbmischung, um warme, kalte Farben, um Farbassoziationen, was für Farben sind gerade innen. Also man würde zum Beispiel keine schreienden Farben verwenden wie in den 90ern, im Moment eher so ein bisschen pastelligere Sachen. All das hilft nicht nur sozusagen, dass die Leute intuitiv Daten besser verstehen, sondern auch, dass es eben so einen modernen Look and Feel gibt, dass es den Usern einfacher macht. Auch hier, es geht nicht darum, schön zu sein. Das würde, glaube ich, kein Kunde der Welt bezahlen, sondern es geht darum, dass die Nutzer sich gerne mit einem Produkt auseinandersetzen und dann eine gewisse Affinität zu haben. Und zu guter Letzt studiere ich zum Beispiel Augenbewegungen, also Eye-Tracking, und gucke, wie erfassen Menschen viele Informationen, wie erfassen sie Text, welche Augenbewegungen haben wir, wie erfassen sie Dashboards, und versuche das alles miteinander in Einklang zu bringen. Ja, wie komme ich jetzt eigentlich da drauf, von der Kunst in die Datenvisualisierung? Ich hatte mir damals, als ich Kunst studierte, immer vorgestellt, dass ich das meine Zukunft werden würde. Die Künstlerin heißt Louise Bourgeois, hat tatsächlich erst sehr spät gegen Ende ihres Lebens angefangen, wirklich Kunst zu machen, und ist bis heute die bestbezahlteste weibliche Bildhauerin der Welt. Und ja, natürlich davon träumt jeder Kunststudent. Die Realität sieht etwas anders aus. Man ist eigentlich dabei, sich jahrelang mit irgendwelchen Jobs über Wasser zu halten und hofft auf einen Durchbruch, hofft irgendwann von seiner Kunst leben zu können. Ich habe Bildhauerei studiert, das ist sehr schwierig. Ich kenne nur eine einzige Person, die von der Kunst leben kann. Sie ist Malerin, und ich kenne bestimmt 200 Kunststudenten. Also der Schnitt ist sehr schlecht. Da stehen die Chancen schlecht auf eine sichere Zukunft. Ich war also auf der Suche nach Alternativen und dachte, ah ja, richtig, ich mag Sprachen, ich studiere jetzt Türkologie, ich spreche tatsächlich fließend Türkisch, war auch 6 Monate in der Türkei auf Erasmus, und dann habe ich daneben auch noch Sozialwissenschaft studiert, also ich habe wirklich zeitweise 3 Sachen gleichzeitig studiert. Und als es dann aber so Richtung Abschluss ging, habe ich mir mal bei StepStone die Gehälter nach Berufsgruppen angeschaut und festgestellt, toll, ich habe mir zwei von den drei Jobs mit dem niedrigsten Gehalt ausgesucht. Gut gemacht. 8 Jahre Studium für dieses Gehalt. Ich habe sogar als Hiwi mehr verdient, weil ich keine Steuern zahlen musste. Da dachte ich mir so, nee, kann nicht sein, dass ich jetzt anfange zu arbeiten und weniger verdiene. Und so gerne mag ich jetzt Kinder auch nicht, dass ich jetzt irgendwie, für so wenig Geld gerne arbeiten würde. Also habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und dachte mir, es gibt bestimmt den perfekten Job. Ich weiß nur nicht, was er genau ist und was ich genau mache, aber ich weiß, der ist da. So ein bisschen, als würde man in einem Supermarkt was suchen, aber man weiß nicht mal genau, was es ist. Man geht da so rein mit so einem vagen Appetit. Aber ich wusste irgendwie, ich habe richtig viel Ehrgeiz, ich habe richtig viel Lust, nochmal was Neues zu lernen, und ich habe richtig Bock, einfach ja da jetzt so richtig durchzustarten. Und bin dann eben auf so eine Messe gefahren, also es ist untertrieben zu sagen, ich bin auf eine gefahren. Ich habe bestimmt insgesamt ein Jahr lang gesucht, was okay war. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich viel und lange suchen werde, weil ich eben von Anfang an nicht so wirklich eine Vorstellung hatte davon, wohin es geht. Und da gab es dann eine Firma, die hat einen Workshop angeboten, Woodmark Consulting hieß die, und Tableau. Und ich fand, also Visualisierung hat mich als Künstlerin schon mal angesprochen. Und da dachte ich so, ja, okay, damit kann ich
eigentlich starten. Und dann bin ich zu denen hingegangen, zu dem Recruiter und habe gesagt, hi, ich bin Künstlerin, habt ihr einen Job für mich? Und der Recruiter hat gesagt, ach, zufällig suchen wir einen Data Artist. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Also keine Ahnung, was ein Data Artist ist. Bin in mein Hotelzimmer gegangen, habe über Nacht geguckt, was ist Datenvisualisierung. Und mein erstes Gefühl war, oh ja, ich glaube, ich habe es voll gefunden. Ich wusste eigentlich sofort, als Google da zurückkam, yes, das ist das, was ich machen will. Ich mache was mit Daten, es ist was Neues, ich kommuniziere, ich kann all meine Talente beim Projektmanagement, beim konzeptuellen Denken gut einsetzen. Ja, genau sowas will ich machen. Das finde ich total cool. Und dann auch war mein erstes Tableau-Projekt, habe ich Daten von der Tate Modern visualisiert, einem britischen Museum. Und das hat mir total Spaß gemacht, so ein bisschen die zwei Welten auch zusammenzubringen. Also die Kunst und die Daten und die Visualisierung. Tja, werdet ihr euch fragen, wie kommt jemand, der solche Sachen studiert hat, jetzt überhaupt, wie kriegt man da so einen Fuß in die Tür? Ich hatte Glück, denn Woodmark, die gesagt haben, ja, wir brauchen einen Data Artist, die haben mich dann auch eingestellt, und zwar habe ich den Gipfelstürmer gemacht. Das ist ein Programm eigentlich für Berufseinsteiger, gar nicht so sehr für Quereinsteiger, sondern wirklich für alle Berufseinsteiger, und habe da 3 Monate lang alles gelernt über Daten, über ja, also so ein bisschen das Berater-Business. Und bin, also ich wusste ja von vornherein, dass ich da Richtung Visualisierung gehen werde. Ich habe dann auch ein Requirements Engineering Zertifizierung gemacht, Anforderungsanalyse liegt mir. Also schon im Bewerbungsgespräch haben die gesagt, wow, du hast da echt Talent, aus 20 Seiten den einen Satz rauszufinden, wo die Information steht, die der Recruiter sehen wollte. Und ich habe mich echt total wohl gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, dass viele dieser strukturierten Seiten, die bei der Kunst nie so wirklich zum Tragen kamen, jetzt in mir so ein bisschen aufblühen. Es war super schwer, also ich will das überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen. Es war echt auch sehr, sehr schwer am Anfang zu wechseln von dieser sozialwissenschaftlichen Welt oder von dieser Künstlerwelt, wo man wirklich sehr individualistisch ist, hin zu einer Welt, wo schon auch irgendwie die Leute sehr viel angepasster sind oder wo, ja, wo man mehr, ja, also wo man sich doch einfach deutlich unterscheidet von Künstlern. Ich bin mir sicher, Shirin hat auch die ein oder andere Geschichte, wie das so ist, von der Germanistik in die IT zu wechseln. Und ich musste so viel Wissen in mich rein stopfen, dass ich wirklich manchmal auch dachte, mein Gehirn platzt. Ich hatte zum Glück da schon ein wenig Übung drin. Ich habe zum Beispiel die türkische Grammatik in, glaube ich, 7 Monaten auswendig gelernt. Das ist so im Studium. Da hast du 2 Semester türkisch und dann paukst du die ganze Grammatik einmal durch. Und irgendwie hat mir das dann auch Spaß gemacht. Aber ich habe mich sehr oft ein bisschen ratlos gefühlt und musste irgendwie wahnsinnig viel lernen. Ich weiß noch, wie ich mir irgendwie dachte, okay, was ist jetzt ein Data Vault? Und dann habe ich das auf Wikipedia nachgeschaut und dann habe ich bei Wikipedia die Erklärung nicht verstanden. Dann habe ich angefangen, das erste Wort, was ich nicht verstehe, nachzuschauen. Und dann habe ich die Erklärung davon auch nicht verstanden. Und das war hart, dass ich sozusagen erstmal diese ganze Welt entdecken musste. Ich bin da sehr ohne irgendwelche Vorkenntnisse reingegangen. Ich würde das auch definitiv mit einem Kulturschock beschreiben. Erstmal so die Euphorie, ja, ich habe meinen Traumjob gefunden. Dann irgendwie so der Schock, wow, krass, das ist überhaupt nicht so, wie ich es kenne. Alle Leute sind anders, der Umgangston ist anders. Ich fühle mich, als wäre ich gerade im Ausland. Dann gibt es eben so diese Phase, wo man sich anfängt, so langsam reinzufinden. Und am Ende hat man irgendwie so seinen Platz gefunden. Man hat seine Stärken. Alle wissen, okay, die ist definitiv ein bisschen kreativer. Aber das ist eigentlich ein ganz guter ganz gute Zusatz zu unserem Team. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die mich irgendwie einzigartig machten. Ich würde auch nie sagen, dass ich jemals irgendeinen Schritt zurück gemacht habe oder dass ich irgendwie in der falschen Richtung unterwegs war mit all meinen Studiengängen. Ich habe da so viel gelernt draus, was ich heute unbedingt brauche und
wo ich denke, ich würde meinen Job nicht halb so gut machen, wenn ich die Sachen nicht hätte. Ja, ich habe jetzt irgendwie nicht den Statistikhintergrund, aber das kann ich, also das habe ich mir wirklich angelernt innerhalb weniger Monate und solche Sachen wie jahrelang dieses Projektmanagement in der Kunst zu haben oder dieses konzeptionelle Denken, dieses abstrakte Denken, das habe ich über Jahre trainiert. Das zum Beispiel ist unersetzbar. Das hätte ich mir jetzt nicht in 3 Wochen lang einfach mal so drauf schieben können. Was mir auch immer sehr geholfen hat, ist Humor. Ich liebe es zu lachen und war sehr glücklich auch über deine Memes gerade, Shirin. Und ich habe dann angefangen, ich verstand so wenig in diesen ersten Wochen, ich habe dann angefangen, so auf PowerPoint diese komischen Begriffe, die mir die Leute gesagt haben, in so kleine Bilder zu verwandeln, ja. Also ein Random Fuzzy Forest ist ein Algorithmus und alles, was mir dazu einfiel, war eine verlaufende Touristin in einem Wald, der irgendwie sehr unscharf ist. Und dann kamen wir nämlich zu Data Models und Blockchain und natürlich fiel mir dann Pete, das Data Model von Blockchain ein. Also es ging gar nicht darum, dass die jetzt besonders gut waren oder so, diese Witze, aber das hat mich so amüsiert und hat mir dadurch einfach diese Stunden wirklich versüßt, in denen ich nichts verstanden habe. Meine Dashboards wurden dann definitiv mehr so Business gestreamlined, weg von der Kunst hin zu Einzelhandel und hin zu, wie kann ich in echten Use Cases den Kunden einen Mehrwert bieten. Das ist so ein Demo-Dashboard, was ich mal gemacht habe, um Kunden zu zeigen, was ist eigentlich möglich auf Tableau. Muss auch sagen, meine Gehaltsaussichten haben sich deutlich gebessert. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und bin noch dazu halt viel auch ehrenamtlich aktiv. Also ich habe einfach wirklich meinen Platz gefunden und das macht mir so viel Freude, Datenvisualisierung zu machen. Ich begeistere mich vor allem für Themen, die eben so ein bisschen kunstnah sind, also zum Beispiel, wie kann ich Layout verwenden? Das ist jetzt vielleicht, wie kann ich Layout verwenden, um bessere Dashboards zu bauen? Wie kann man zum Beispiel, wo platziert man zum Beispiel am besten Filter, dass es irgendwie in einem Dashboard aufgeräumt ist, wenig Platz wegnimmt, auch den Bildschirmplatz gut verwendet? Und habe dann immer versucht, alles auch so ein bisschen mit einem, mit so einem Kunsttouch zu verbinden. Hier ein Blogartikel von mir, 5 Layout-Tipps für Business Intelligence Dashboards, wo ich eben auch zum Beispiel auf sowas wie Eye-Tracking eingehe und Erkenntnisse verarbeite. Was ich auch mache, ist eben Vorträge halten oder präsentieren oder reden. Hat jetzt nichts mit Kunst zu tun. Ich glaube, ich war einfach von Anfang an eine Labertasche und habe dann eben auch für Woodmark so Videos gedreht, Tableau Explained in 100 Seconds, wo ich eben die Tableau-Produkte erkläre. Auch zum Beispiel ein Softskill, den ich jetzt irgendwie mitgebracht habe und einfach gut verwende, ohne dass jetzt zum Beispiel jemand bei der Einstellung gesagt hätte, dass das eine Voraussetzung ist. Aber was mich dann schon im Alltag auch weiterbringt und einfach so ein bisschen das Angebot, das ich habe, als künstlernde Datenvisualisiererin ergänzt. Seit ich angefangen habe mit Datenvisualisierung, kaufe ich mir jedes Buch, was mir über den Weg läuft. Gerade heute wurde ein lang ersehntes Exemplar geliefert. The Visual Display of Quantitative Information von Tufte ist auf jeden Fall so ein Klassiker. Und ich habe ihn endlich für nicht so viel Geld gefunden. Er kostet irgendwie 60 Euro und ich glaube, ich habe ihn für 20 Euro gefunden und dachte mir, was für ein Schnäppchen, das brauche ich noch in meiner Collection. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, auch von Infographic-Designern Sachen mir anzugucken und zu analysieren. Ich sehe die Welt ganz anders, seit ich Datenvisualisiererin bin und die Corona-Pandemie war in der Hinsicht total der Segen, weil er, denke ich, wirklich es ging viel um Data Literacy während der Pandemie. Ja, darf ich eine logarithmisierte Achse verwenden? Was macht das mit den Daten? Wie können wir können wir das den Leuten zutrauen? Und das fand ich eben
für mich war es so ein bisschen so, okay, endlich hat es Datenvisualisierung auf das Cover geschafft von allen Major Newspapern der Welt und es ging nicht um Aktienkurse. Genau, wo ja meistens irgendwie auch eine abgeschnittene Achse ist und so weiter, also auch sehr problematisch. Meine Lieblingsbücher, also Storytelling with Data war mein allererstes Buch von Cole Nussbaumer Knafflitsch. Ich habe früher Storytelling gemacht in kompetitiv, also so bei Poetry Slams Geschichten vorgetragen. Und deshalb war so Storytelling, habe ich mich auch sofort so zu Hause gefühlt. Oh ja, Geschichten erzählen mit Daten. Big Book of Dashboards, super Buch, total praxisnah, sehr BI-orientiert. Dear Data von Georgia Lupi und Stefanie Posavec, total schön, sehr spielerisch. Die schreiben sich Postkarten und malen dann wirklich Woche für Woche teils sehr banale Dinge auf. Aber also die Kreativität, wie die da Daten kodieren durch verschiedenste visuelle Attribute, ist einfach inspirierend. Fritz Kahn ganz links oben, der Mensch ist eine Maschine. Ich liebe es, mich mit der Geschichte von Datenvisualisierung und visueller Kommunikation auseinanderzusetzen. Also auch, genau, wie hat es eigentlich angefangen und wer waren da so die Vorreiter? Data Feminism auch, nicht nur, also Daten sprechen auch durch ihre Abwesenheit Bände. Also genau, was passiert eigentlich mit den Daten, die nicht erhoben werden? Das ist auch sehr wichtig. Genau, wie gesagt, auch die Historie der Datenvisualisierung, das hier der Napoleon-Feldzug von Menard oder der Vorläufer des Sankey-Diagramms von einem Wasseringenieur, haben mich sehr, sehr geprägt auch. Und meine größten Inspirationen auf dem Weg waren nicht nur so Größen in der Tableau-Welt wie die Flairlash Twins, die ich auch einfach mal auf LinkedIn angeschrieben habe, weil ich eine Frage hatte und dann kam zurück, hey, voll cool, eine Künstlerin in der Datenwelt. Und dann habe ich meine Antwort bekommen und ich dachte mir, was für eine coole Community ist das denn? Sondern eben auch meine Kollegen hier rechts unten, Patricia und Nico, die waren auf meiner Hochzeit im Herbst. Das ist einfach schön, wenn man sich so aufgehoben fühlt. Meine Themen, Visual Best Practices, Colors for Communication, Data Literacy und UX for Dashboards, hat sich so rauskristallisiert, wird sich sicher auch noch ein bisschen verändern, aber ich bin da und ich mache einfach Zeug und dann guckt man so ein bisschen, wo es so rauskommt. Und wirklich so die Journey von am Anfang fühlte ich mich no idea what I'm doing und inzwischen höre ich mich manchmal selber reden über Daten und Datenvisualisierung und denke mir, Mensch, wenn du dich vor 2,5 Jahren gesehen hättest, würdest du nicht glauben, wer hier gerade vor dir sitzt. Und zum Thema Quereinstieg kann ich nur sagen, stellt Quereinsteiger ein, solange sie die richtige Motivation mitbringen und die Begeisterung. Hier schimpft der Nikolaus und sagt, Quereinsteiger, sagtest du Quereinsteiger? Und das Rentier sagt entschuldigend, aber Chef, die sind gut, die geben sich wirklich Mühe. Ja, so fühle ich mich auch. Ich hatte definitiv was zu beweisen am Anfang. Ich würde sagen, inzwischen hat sich das definitiv gelegt, vor allem so nach der ersten Beförderung, denkt man sich so, ja, okay, jetzt wissen auch wirklich alle, dass ich es geschafft habe und gut bin. Aber genau, also ich bin sehr aktiv und versuche auch immer wieder durch Talks oder andere Inputs Quereinsteiger zu ermutigen. Im Mai mache ich eine Veranstaltung Who is Who, Quereinsteigerprogramme im Check, wo es wirklich darum geht, konkret von ehemaligen Quereinsteigerprogramme vorgestellt zu bekommen, um eben ja auch möglichst vielen jungen Leuten, kreativen Leuten, sozialen Leuten diesen Einstieg zu erleichtern. Das sind so ein bisschen eine Auswahl meiner Ehrenämter. ZDI, da wurde heute die Podcast-Episode veröffentlicht. Da wurde ich von einer 18-Jährigen interviewt. Und es war super interessant, was für Fragen sie so hatte. Und wo ich mir so dachte, ja, mit 18 hatte ich die auch. Und jetzt bin ich irgendwie fast 30. Und dann, diese 12 Jahre Unterschied machen, sind dann schon interessant. Ich bin Mentorin bei Coffee Code Break. Das ist eine Initiative Mentoring von Frauen in Tech, für Frauen in Tech.
Da bin ich auch selber, hole ich mir immer massenhaft Coaching- und Mentoring-Sessions von Leuten, die ich interessant und spannend finde. Es ist super niedrigschwellig, man kann sofort sich einen Termin ausmachen. Die Leute sind total hilfsbereit. Es macht richtig Spaß, da auch mit den verschiedenen Leuten zu reden. Ich war auch Sprecherin bei Data Plus Women. Ich bin Leiterin der Tableau User Group München, falls einer von euch Lust hat, einmal kurz über die Alpen zu hüpfen. Genau, das sind so die Sachen, die gerade aktiv sind. 29.04. ist unser erstes Vor-Ort-Treffen in München. Und ja, ich bin noch sehr aktiv. Ich mache noch richtig viel Kunst. Ich habe sogar ein ganzes Zimmer. Ich nenne es Atelier, mein Freund nennt es Werkstatt. Und bin da auf jeden Fall immer noch mit großer Leidenschaft und viel Freude dabei. Ich freue mich über Kontakte und über Netzwerken. Genau, also bin da immer sehr, finde immer, ja, über Netzwerken findet man eigentlich die meisten Sachen raus. Hat mir in den vergangenen 2,5, 3 Jahren auch viel geholfen dabei, meinen Weg zu finden. Genau, das ist, warum Dashboards Künstler brauchen und wie ich von der Kunst zum Dashboarding kam, Match Made in Heaven. Freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Ja, vielen Dank, Kat. Wir Fragen für die Julia. Reinhard Tockner sagt, willkommen, Land der Löcher aus Yellow Submarine. Ja, diese Installation mit diesen schwarzen Punkten, ja, und weißen, die hat mich sehr stark an den Film erinnert von den Beatles. Da gibt es The Land of the Holes, glaube ich, heißt es auf Englisch, wo sie reinfallen. Und ja. Das ist so sehr 70er-Jahre, 60er-Jahre-Style. Das gefällt mir sehr gut. Also. Ja. Ja, ich habe den Film damals mit meinen Eltern gesehen. Genau. Also er ist für mich einer der besten Filme, den man sich am besten nur nüchtern anschaut. Ja, super. Ansonsten muss ich nur sagen, wirklich Hut ab, super, toller Vortrag. Dankeschön, das freut mich. Ich stelle noch ein paar Links in den Chat. Als erstes User Group München. Wir versuchen da gerade eine Community aufzubauen. Ich muss sagen, wir stecken da noch in den Startlöchern und freuen uns wirklich sehr, wenn ihr das auch euren Münchner und Umgebung KollegInnen zuspielen könntet. In 2 Wochen ist das erste Treffen. Wir freuen uns schon drauf und sehen aber auch, wie schwierig das ist, jetzt so eine Community aufzubauen. Dann der Link zu Coffee Code Break. Auch hier, was für eine tolle Initiative. Gerne einfach den Leuten weitergeben, die den man einen Einstieg erleichtern möchte. Mein Blogartikel schicke ich euch auch gerade in den Chat über Layout und zu guter Letzt, weil ich da so stolz drauf bin, weil der heute rauskam, der Link zu dem Podcast. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Schülerin, einen Schüler auf der Suche nach dem richtigen Studium oder auf dem Weg in die Zukunft und hat vielleicht da eine Zielgruppe. Ich wollte noch dazu sagen, bitte, wer war? Oder bist du? Ja, bitte. Ich kann auch warten, egal. Na, geht schon. Jedenfalls, ich wollte mich auch bedanken für die 2 Vorträge und fand es sehr, sehr spannend und auch, was man sehr gut gesehen hat, wie interdisziplinär das Thema ist, nämlich egal aus 2 völlig unterschiedlichen Bereichen, sei es, dass man eben sagt, man will Sprache besser verstehen, quantifizieren und so weiter, das heißt, über den Weg kommend, oder auch von der Kunst kommend und es gibt einfach so viele unterschiedliche Zugänge. Wegen dem, was du erzählt hast, Julia, weil du gemeint hast, dass das für dich halt alles neu war und dass du halt so viel lernen hast müssen und es ist immer so ein bisschen ein Defizitgedanke mitgeschwungen, jetzt so wie ich das verstanden habe, weil man das alles erst lernen muss, ja, und ich sehe es aber eher umgekehrt, weil, also nicht umgekehrt, aber es ist doch auch sehr oft so, dass gerade dieses ganze Reporting, Statistik, BI und so weiter sehr stark von
technischen Personen getrieben ist, wo man dann immer wieder Ergebnisse sieht, ja, wo man sich denkt, Gottes Willen, das zeigen die wirklich den Leuten, das machen die so. Ja. Und genau deswegen bedarf es ja dann genau diese unterschiedlichen Zugänge und Ansätze. Und also Defizite gibt es an allen Ecken und Enden, aber deswegen macht man dann auch Teams, die interdisziplinär sind, wo jeder seine Stärken einbringen kann, wo man sagt, okay, die Zahlen stimmen jetzt. Und wenn wir schöne Sachen machen, wo die Zahlen nicht stimmen, würde ich ja immer auch gesagt, wenn ich dem nicht vertrauen kann, was ich denn sehe, ja, dann können wir es gleich wegwerfen, ja, dann wird es nicht verwendet werden. Das heißt, die Basis benötigt es aber genauso, wenn das nicht gerne konsumiert wird, ja, weil das halt irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal appetitlich aufbereitet wird, weil man einfach das Handwerk von User Interface Design kennt, dann ist das einfach genauso ein wichtiger Baustein, wie dass die Zahlen stimmen müssen. Also es sind einfach diese unterschiedlichen Ecken und Enden. Und ich bin überzeugt, dass dieses ganze Themenfeld Data Analytics und Datenvisualisierungen einfach davon lebt, dass Menschen mit unterschiedlichen Zugängen einfach gemeinsam etwas produzieren und erstellen. Und das halte ich für ganz wichtig. Das wollte ich dazu sagen. Ja. Also erlebst du das, oder eine Frage, erlebst du das nicht auch, dass du dir denkst, okay, da bist du Meter oder Meilen über den Kollegen, die zu dir richtigen Daten liefern, aber wo du eigentlich weißt, dass du besser bist. Ja, ja, definitiv. Also ja, es gab und gibt immer noch für mich viel zu lernen, aber ich sehe das nicht als Defizit. Das ist für mich auch, auch spannend und hält das Leben auch interessant und frisch. Ja, mir war es auch immer wichtig, meinen Hintergrund als eine Stärke zu sehen und zu betonen, welche Fähigkeiten ich daraus mitgenommen habe und auch das zu vertreten. Dazu kommt natürlich auch irgendwie meine Persönlichkeit, der ich es zum Beispiel verdanke, dass ich sehr gut mit Kunden kommunizieren kann und sehr gut moderieren kann. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der, finde ich, ganz oft vernachlässigt wird, gerade bei den Leuten, die einen sehr technischen Hintergrund haben. Du musst die Anforderungen aufnehmen. Und wenn du die Anforderungen nicht gescheit aufnimmst, dann kommt immer Blödsinn raus am Ende. Denn nur das Produkt ist ein gutes Produkt, das die Anforderungen trifft. Und viele Leute, die sehr, sehr technisch rangehen, die verpassen eben das, weil diese Kommunikation mit den Kunden, diese Abstimmung, dieses Rauskitzeln, dieses genaue Nachfragen, dieses Nachhaken auch manchmal ein bisschen unangenehm sein und sagen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Können Sie mir das nochmal definieren? Das ist zum Beispiel auch eine total wichtige Aufgabe beim Frontend-Design, weil da im Endeffekt alles liegt. Und ich baue wirklich die Brücken zwischen den Kunden, die mir beschreiben, was sie am Ende sehen wollen, und den Backend-Engineers, wo ich sage, ah, grab doch mal in der Ecke nach den Daten, und das brauchen wir unbedingt. Das macht mir aber auch wahnsinnig viel Spaß. Also das, da ist aber auch wieder dieser Kommunikationsaspekt, der in der Kunst sehr viel drinsteckt, dass man wirklich irgendwie präzise kommuniziert. Ja, das sind eben Sachen, das kann aber eine technische Person, die dazu eine Affinität hat, genauso gut wie ich. Ich würde nur sagen, oft erlebe ich das, dass eben sehr, sehr talentierte Leute sehr wenig Überblick haben oder sehr schlecht abstrahieren können oder das große Bild sehen oder eine schlechte Zeitplanung haben. Und da freue ich mich dann immer, dass ich da Fähigkeiten habe, das zu ergänzen, die mich wertvoll machen. Und die eben nicht technisch sind, weil wir brauchen nicht nur technische Genies, sondern wir brauchen genau diese Brückenbauer, diese Kommunikatoren. Ja, das finde ich auch. Also dazu würde ich auch gerne den Gedanken, dass oft finde ich nämlich genau das, was du sagst, Julia, dass man eben, es geht um die Kommunikation und ums Nachfragen und diese Brücken zu bauen. Und oft ist auch, wenn wir zurückkommen zu Data Literacy, finde ich, ist das zum Punkt, das ist so auch so ein nice to have. Es klingt gut, sollten wir alle machen, so wie Data Cultures, diese ganzen Buzzwords, ja, sagen auch so Unternehmen, Organisationen, dass wenn wir dann quasi mal Zeit haben und nicht dem Projektgeschäft verstecken, dann werden wir uns um das kümmern. Aber es ist eigentlich so eben dieser Irrglaube oder so einfach falsch rum gedacht, finde ich, weil wenn wir nicht kommunizieren können über das, was wir entwickeln, was wir haben wollen auf der einen Seite und was wir liefern auf der anderen Seite, dann wird nie etwas Vernünftiges rauskommen. Es ist wie, als würde man einfach zwei Sprachen sprechen. Es wird immer ein bisschen ein Glücksfaktor, ein Zufall, und wird immer aneinander vorbei arbeiten. Deswegen, das ist schon ein wichtiger Punkt, der, finde ich, noch sehr,
ja, noch sehr vernachlässigt ist. Wahrscheinlich überall, aber gerade auch so bei uns in Österreich noch sehr in den Kinderschuhen steckt, würde ich sagen. Wahrscheinlich vergleichbar. München schätze ich jetzt mal, Bayern wird auch noch nicht. Aber ja, also auf jeden Fall, da haben wir noch viel zu tun, sagen wir so. Ja. Shirin, würdest du mir denn zustimmen, wenn ich sage, wir müssen Data Literacy und Data Communication leben? Das ist nicht abgekoppelt vom Projektgeschäft, sondern es ist wichtig, dass die Leute das ins Projektgeschäft reintragen. Ich kriege ja auch keine Budgets vom Kunden, die sagen, mach mir mal eine tolle User Experience auf die Dashboards. Das bringe ich mit, das ist mein Paket. Wenn sie mich kaufen, dann kriegen sie die Technik, dann kriegen sie das Dashboard und dann kriegen sie UX, ob sie wollen oder nicht. Und das meine ich mit diesen Werten der Datenkommunikation leben. Man kann das nicht entkoppeln vom Projektgeschäft. Man muss das dort hineintragen. Definitiv, bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch es ist auch ein wichtiger Teil unseres Jobs, die Leute an der Hand zu nehmen und abzuschätzen, wer ist denn wo, wie technisch ist denn diese Person oder aus welchem Department kommt, wo fühlt sich die Person wohl, mit welcher Sprache fühlt er oder sie sich wohl. Also ganz viel ist ja auch dieses ein bisschen überstrapazierte Wort abholen. Aber es geht ja darum, die Leute zu erreichen. Und es geht ja darum, dass wir am Ende des Tages etwas produzieren, womit geholfen werden soll, womit umgegangen wird. Und das funktioniert ja auch nur, wenn wir verstehen, was die Leute wollen und wenn wir Leute auch so ranführen, dass sie gerne damit arbeiten. Also ja, definitiv. Ich kann nicht sagen, so, jetzt machen wir hier Projekt und dann haben wir noch 10 Minuten Kommunikation, was du eigentlich willst. Ja, genau. Ja. Ich wollte noch dazu sagen, diese Parallel zu oder diese Referenz zu Bob Ross, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der hat für die Kunst das gemacht, was Tableau für die normalen Leute im Büro machen, ne? Zugänglich machen. Also Millionen von Leuten, es kann zwar stimmen, dass die Kunst, die Werke nichts wert sind von Bob Ross oder von seinen Studenten, aber Millionen Leute haben diesen neuen Zugang zu Kunst gefunden, was sie sonst nie geglaubt haben, dass es geben könnte. Und für viele Leute ist das Erlebnis mit Tableau auch so. Man glaubt, man kann das nicht, das ist zu kompliziert. Mhm. Aber wie Tableau das macht, wie das Tableau so vereinfacht, ist genauso wie der Bob Ross das so vereinfacht hat. Ja. Es ist nicht immer die beste Lösung, aber wenn man genug Zeit damit verbringt, dann findet man immer wieder einen besseren Weg, einen schöneren Weg. Ja? Und das kann auch zu Kunst werden. Ich wollte noch bitten um eine Erklärung. Hast du gesagt, dass ein Dashboard nicht Kunst sein kann? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe es falsch verstanden dann. Ja. Okay. Genau, denn also dieser ganze Themenkomplex Data Art, also ich heiße zwar Data Artist, ich mache sicherlich keine Datenkunst, dafür ist mein Kunstbegriff viel zu streng. Habe ich noch nie die Zeit gehabt, mich intellektuell damit auseinanderzusetzen. Ich sehe das eher so als ein wochenlanger Prozess an. Habe da schon viele Diskussionen drüber gehabt. Ich würde sagen, fast nie ist das Data Art, was sich Data Art nennt. Es gibt es definitiv. Aber ich müsste auch hier gucken, was verstehe ich unter zeitgenössischer Kunst und in welchem Kontext passiert das bei Data Art oder Datenkunst. Denn das ist so für mich als Künstlerin so schmerzhaft auszuhalten, dass Leute Kunst mit Ästhetik oder Schönheit verwechseln oder mit Dekoration. Das ist für mich wirklich schwierig auszuhalten, weil dann wird alles, was irgendwie Daten beinhaltet und remotely cool aussieht, ja, das neue fancy Sankey-Diagramm, das Data Art, und so denkst du so, nee, also nur weil es jetzt toll aussieht, das ist so richtig so ein Blend-Effekt, aber es ist schwierig, so ein, sag ich mal, so einen konzeptuellen Kunstbegriff, für die Leute ist meistens, was schön ist, ist Kunst, fertig, und das tut eigentlich weder der Kunst noch der Dekoration was Gutes. Verstehe, okay. Es gibt nämlich eine Visualisierung von Russell Spangler, der ist diese berühmte Sushi-Visualisierung.
Habt ihr das schon einmal gesehen? Okay, ich zeige es ganz kurz dann. Das ist. Also es gibt auf jeden Fall schon mal eine Menge Podcasts darüber, aber was ich immer so schade finde, das wäre jetzt auch mal eine Frage an euch, Podcasts und Datenvisualisierung, geht das? Okay, die Sushi, ja? Ja, und es geht, es ist schwer am Anfang zu verstehen, worum es geht, aber das sind keine Bilder, das sind tausende, aber tausende Polygons. Mhm. Die sorgfältig konstruiert worden sind in Photoshop, glaube ich, und zusammengebastelt sind über eine Datenstruktur. Ja. Und schön, ja. Deshalb, das blendet schon an. Irgendwie, ist das Kunst jetzt oder ist das nicht Kunst? Es ist, wenn man sagt, es ist die Zusammenstellung, dass man denkt, okay, ich werde so viele tausende Polygone herstellen und die über einen Algorithmus zusammenbauen, damit es dann so ausschaut wie Bilder. Toni, ich verstehe deine Würdigung des Handwerks und deine Würdigung der Zeit und der Mühe, die man da reinsteckt. Aber reicht es aus, dass jemand viel, viel Zeit und viel, viel Mühe in etwas gesteckt hat, damit das Kunst ist? Reicht das aus? Nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Ja, aber es kommt in der Richtung hin, ja, dass genau. man sagt, ja, weil es gibt auch viele Kunstwerke, die so geometrisch, so perfekt sind, dass man sagt, okay, das ist das Wissenschaft oder ist das Kunst, weil das ist so perfekt in Stahl oder so mit 90 Grad, also Rechtecken und alles, ist das dann auch Kunst oder ist das wirklich nur Architektur? Ist auch Kunst. Also es wird blurry irgendwie. Definitiv. Und ich glaube, da werde ich dann irgendwann mal noch ein, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie für mich selber das einmal definieren, was, ab wann ist es für mich Kunst und ab wann nicht. Aber heute könnte ich das nicht mal sagen. Genau, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Übrigens hatte ich auch so ein bisschen vorbereitet, zum Beispiel Andy Warhol hat viele seiner Kunstwerke ja nicht mal mehr selber produziert, sondern hatte diese Factory, also ein Atelier, in dem er das hat produzieren lassen. Und das ist sozusagen der Vorläufer der Konzeptkunst. Wir gehen dann über zu Konzeptkünstlern, die sagen, das Kunstwerk ist die Idee. Ich brauche das nicht mal mehr auszuführen. Es reicht, wenn ich die Idee aufschreibe und es ist Kunst. Also da wird diese ganze Idee der Handwerklichkeit, merkt man, gehört das eigentlich zur Kunst oder muss ich da fragen? Aber ich glaube, wir schweifen sehr stark ab von der Datenvisualisierung rein in die Sphären der Kunstkritik. Ja, danke für den Link. Von dem Sushi-Dashboard. Ich denke, ich werde auf jeden Fall darauf Bezug nehmen, wenn ich mich dann irgendwann mal zu einer Aussage durchringe, was ist Datenkunst und was nicht. Ja, super. Reinhard hat die Hand oben. Ja, dann gebe ich meine Hand wieder runter. Und senken, genau. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Bemerkungen dazu. Und zwar das eine war dieses Business Understanding vom CRISP, dem Modell kennen wir alle oder zumindest ist vielleicht bekannt. Und es ist wirklich, ich bin gerade über eine Studie gestolpert, dass 40% der Arbeit der Datas, also der Datenleute, ist, das Business zu verstehen. Also 40% der Arbeit geht drauf, das Business zu verstehen. Es ist relativ spannend, weil genau hier das ja auch im Vordergrund war, dass man einfach die Leute verstehen muss und die Kommunikation absolut im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Skill, der in Ausbildungen noch bisher überhaupt nicht berücksichtigt wird, mit Leuten zu reden. Aus verschiedenen Sphären, ob das jetzt, sage ich, die Logistiker sind, der Lager, der Buchhalter, ich weiß nicht, im Business oder auch überhaupt im Bereich der Kunst. Die Kommunikation finde ich total spannend, finde ich super.
Und das Zweite, auf Künstlerin, die Frage, wenn man sich mit Visualisierungen beschäftigt. Ich mache auch das schon relativ lang und immer wieder auch so Phasen gehabt, dass ich einfach sage, man kann gewisse Dinge einfach nicht mehr sehen. Also ich habe zum Beispiel immer 2 Jahre lang kaum mit Farben gearbeitet, in Tableau. Ich habe wirklich geschaut, ich mache so grau, schwarz, minimalistisch wie möglich. Hast du das auch gehabt? Oder wie geht es den anderen? So wie Picasso, blaue Periode, grüne Periode? Ist das, wenn man arbeitet mit dem und man kann gewisse Dinge einfach, da kommt einem wirklich, das kann man nicht machen. Geht es anderen auch so? Da hat man auch so Perioden, dass man sagt, ich habe nicht nur in der schwarz-weißen Phase oder ich Balkendiagrammphase oder Liniendiagrammphase oder ich weiß nicht. Ja, das den anderen auch so? Ja, das Branding. Branding war zum Beispiel bei Amazon sehr, sehr wichtig. Wir haben ganz, ganz bestimmte Paletten benutzen dürfen und alle Dashboards haben so ausschauen müssen. Ja, und das war von Gruppe zu Gruppe anders. Da gibt es eine ganze Webpage bei Amazon intern, branding.amazon.com, und wenn man sagt, okay, ich bin bei Amazon Prime, das ist die Palette für die ganzen Dashboards, und ich bin bei Amazon Advertising und da ist die Palette für alle Dashboards. Und das war einmal wichtig, weil wenn man mit 50 oder 60 oder 70 BI Engineers unterwegs ist, arbeiten, dann sollen die Sachen ähnlich ausschauen oder sehr ähnlich, weil sonst ist das für die Augen nicht mehr zu verstehen. Ne? Es sollte ein bisschen einheitlich sein. Also von dem her sehr, sehr wichtig, diese Paletten und so. Aber ich denke, der Zugang ist vielleicht ein bisschen ein anderer, weil Toni, was du sagst, entspricht ja auch eins zu eins unserem Tagesgeschäft, und bei der Julia, bei Woodmark wird das auch nicht benannt sein, weil wir sind ja unter Anführungszeichen in der dankbaren Position, dass wir zu unseren Kunden sagen, okay, gebt uns eure CI, CT, gebt uns eure Farbpaletten, genau das, was du jetzt gesagt hast bei Amazon, ne, Toni. Und das heißt, wir können immer mit neuen Farben schauen, dass es halt irgendwie halbwegs BI-konform ist, dass wir halt mit Grün und Rot aufpassen und so weiter, aber dass wir dann halt irgendwie da eine Primär- und Sekundärfarbe verwenden, die halt gebrandet ist auf dem Kunden. Ne? Reinhard, bei dir ist es wahrscheinlich eher so, dass wenn ihr aus dem FH, aus dem universitären Kontext etwas macht, dass ihr halt immer quasi bei Null weg designen könnt und müsst gleichzeitig, ja. Und dann läuft man das sicher ganz schnell hinein. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe auch mir sofort gedacht, ich weiß genau, was du meinst, aber bei mir ist es nicht mit Farben, sondern bei mir ist es mit Layout. Also ich habe so so ein Layout-Ding entwickelt und merke, dass ich das jetzt immer so mache. Und vor einem Jahr habe ich mal Sachen angeschaut, die ich vor einem Jahr gemacht habe, wo ich mir so dachte, da ich aber noch nicht mein Standard-Layout so verwendet. Oder so zum Beispiel was mit Buttons. Also ich mache ganz viel so Info-Buttons, wo dann drin steht, wie wird eine Kennzahl berechnet oder wie muss man was verstehen oder so Instructive Overlays, welche Art von Buttons ich da verwende. Also ich merke das auch, dass man so Konventionen entwickelt oder so eine Handschrift entwickelt, und es ist dann lustig, wenn man ein bisschen zurückgeht und guckt, wie habe ich das eigentlich früher gemacht, und merkt, man hat das dann noch nicht so, man hat das noch nicht immer so gemacht. Ja. Aber ich finde das gut. Ich finde, dadurch entwickelt man sich, und es ist auch gut, das so zu haben, damit man nicht bei jedem Dashboard neu entscheiden muss, wo packe ich die Filter hin. Ich weiß, ich mache die immer nach links in der Spalte. So. Ich wollte gerade sagen, so gewisse Konventionen und Sachen, die erleichtern einfach den Arbeitsalltag, sind gerade auch für unserem Job unerlässlich, wo es nicht jeden Tag quasi explorativ und experimentell ist, sondern man auch einfach arbeitet und abliefert. Was ich stark habe, ist so eine Aversion vor oder eine Furcht vor überladenen Dashboards. Und ich habe irgendwann begonnen, wie ich mich dann quasi wohler gefühlt habe und auch sicherer, einmal begonnen, alles, was mir quasi nicht gefällt, so apropos schön ausschauen, was mir zum Dashboard nicht gefällt, wegzugeben. Merkt so gut, das geht dann schnell auf Kosten des Verständnisses.
wenn da plötzlich keine Labels mehr da sind und keine Achsenbeschriftungen. Aber das ist so eine Konvention auch, die ich mir angewöhnt habe, dass ich sage, ich gebe am Anfang mal eigentlich so gut wie alles weg und dann schaue ich wirklich Schritt für Schritt, was brauche ich, was ich füge Schritt für Schritt quasi bewusst auch hinzu, was brauche ich zum Verständnis und was ist aber eigentlich quasi nur unnötige Neues und eigentlich nur verwirrend, weil das finde ich hat man ganz oft auch, dass die Dashboards einfach überladen sind und dann unübersichtlich und überhaupt nicht mehr so freundlich. Ja, auch schön, schönes Beispiel. Und das fasziniert mich immer, wenn ich werde häufig gefragt von Kollegen so, okay, kannst du mal über mein Dashboard drüber schauen? Und dann gehe ich erstmal drauf und sage, hier machst du ein Label dran, die Achse kannst du verstecken, das kannst du ausblenden, das machst du in den Titel, dann kannst du das ausblenden. Das ist unglaublich, wie viel man tatsächlich da wegmachen kann, ne? Wenn man es geschickt entstellt. Absolut, dafür ist dann eher auch oft gut, einfach mit einer zweiten Person zu reden, weil drüber gehen ist dann immer einfacher, also wenn man was von Scratch aufbaut, ist immer der eine Part und dann quasi nochmal am anderen Blick drüber gehen und sagen, so können wir es auch machen. Wir haben interne Veranstaltungen namens Dashboard Review und das ist toolunabhängig und die Idee ist, dass man wirklich dahin kommt, bevor man sein Dashboard fertig hat. Und dass man dorthin kommt und das auch ein bisschen diskutiert, wie möchte man Sachen machen und so ein bisschen wir machen keine Wireframes, aber so die Idee. Und ja, das ist dann auch auf jeden Fall eine gute Austauschplattform, um gerade auch auf solche Ideen zu kommen. In der Musik gibt es ja auch verschiedene Darstellungsformen von Musik. Also wir alle kennen die Musiknoten, die Partituren, aber es gibt auch diese Real Book im Jazz, wo man einfach nur die Melodie und die Akkorde dastehen, was unheimlich eine reduzierte Form der Musik ist. Man muss halt schon ein sehr hohes Verständnis haben dafür, dann die Musik zu sehen, aber es ist immer nur eine Darstellung, es ist nie die Musik und es sind nie die Emotionen, die dann die Musik auslöst. Ich darf mir nie vergessen, dass wie kommen wir an? Und diese Kommunikation ist das, wo ich versuche, immer den Leuten zu erklären, mit den Visualisierungen, die ihr baut, also meine Studenten bauen, bewirkt sie was beim Gegenüber. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist immer nur so, wie die Partitur keine Musik ist. Und das dürfen wir nie vergessen. Das ist so mein Zugang, den Leuten zu erklären. Schön. Ja. Okay, gibt es noch Fragen für Shirin oder für Julia? Okay. Und nächste Schritte. Wir danken nochmal alle fürs Kommen. Ich schätze, dass wir vor Sommerbeginn noch mindestens ein User Group Meeting haben werden, also in Mai, Anfang Juni. So, ja. Da würden wir uns freuen und hoffen, dass noch mehr kommen können. Vielleicht können wir mit der Tiffany auch noch reden, dass wir noch eine erweiterte Liste von Tableau-Users in Österreich bekommen. Aber ich sage am ersten Mal danke, Christian oder Shirin, noch was dazu zu geben? Nein, vielen Dank auch meiner Seite. Danke auch Toni fürs Durchführen. Danke vor allem Julia natürlich für den Besuch. War ich cool und auch schöne, nette Gemeinsamkeiten und auch wieder unterschiedliche Felder. Aber das ist spannend. Also vielen Dank. Wäre natürlich auch fest, dieser Gruppe in München trommeln. Und viel Erfolg dafür und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es sehr genossen und ich bin mir sicher, in der Tableau- und Visualisierungswelt kennt man sich ja. Und noch ein Hinweis, es gibt Tableau Conference in 2,5 Wochen oder 3 Wochen, für die es nicht wissen. Da kann man auf der Tableau-Webseite schauen, wie man sich registrieren kann. Es gibt heuer wieder Live-Konferenz und virtuell. Also man kann es auch suchen. Ja.
das war es mal von meiner Seite. Nochmals danke. Super. Ja, und bis zum nächsten Mal. Danke auch von meiner Seite. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.